Hallo und herzlich willkommen zurück in Uttis Konsolenparadies. Wir spielen Paper Mario Color Splash für die Wii U und im letzten Part haben wir ja den Kapitän wieder eingesammelt und vor allem haben wir dieses Schiff startklar gemacht. So, wir sind auf dem Weg ins Holunder Atoll und ja, da müssen wir jetzt hinfahren. Also, wir fahren los. Das ist so ein kleines Minispiel. Man muss so ein bisschen, ja, die Rätsel, die man bekommen hat, einlösen. Wir schauen uns das mal an nochmal. Wir haben hier zum Beispiel den Logbucheintrag Tag 1. Kurswechsel hinter dem lachenden Pilz. Wer zuletzt lacht. So. Also, schauen wir uns mal an. Los, Toads, das Abenteuer beginnt. So, es geht los. Wir haben dem Steuermann Bescheid gesagt. Jetzt müssen wir gucken, wo ist der lachende Pilz? Wo ist der lachende Pilz? Bei dem müssen wir den Kurswechsel vollziehen. Sehen wir einen lachenden Pilz? Komm schon, ich möchte bitte einen lachenden Pilz sehen. Wo ist der lachende Pilz? Direkt dahinter müssen wir den Kurs wechseln. Komm schon. Die sehen alle gleich aus. Ob das Spiel uns Bescheid gibt, wenn wir irgendwas verkackt haben? Der sieht auch identisch aus. Was kannst du? Da kommt einer. Ah, der ist am Lachen. Direkt dahinter müssen wir den Kurs wechseln. So, quasi jetzt. Links. Hard Backboard. Genau. So ist richtig. Perfekt. So, jetzt haben wir Zielscheiben. Und die müssen wir abschießen. Und wir müssen Punkte sammeln. Hier waren wir noch nicht. Was ragst du, was ragt da für ein rundes Ding aus dem Wasser? Wir schauen mal kurz in unseren Logbucheintrag Tag 2. Heute gut gelaunt, 70 Punkte zu erreichen, hat wesentlich zu meiner guten Laune beigetragen. Wir müssen also 70 Punkte erreichen. Okay, Steuermann, hau mal einen raus. Ja, volle Kraft voraus. Also, gib Gummi. Und jetzt müssen wir Timing beweisen, ne? Das wird was, das gibt was. So. Scheiße. Triffst du? Ja, sehr schön. So, ja, Timing. Ist gar nicht so einfach. Wegen scheiß isometrischer Perspektive. So, und nochmal. Und gegenüber. Blooper? Quatsch, nicht Blooper. Schieb, schieb. Wir haben es geschafft. Ich weiß nur leider nicht, wie viele Punkte wir jetzt haben. Müssten eigentlich 30 Punkte sein, oder? Ah, schade. Oh. Triffst du noch? Nein. Leider nicht. Okay. Ja, es ist echt schwierig mit dem Timing hier. Ah, shit. Wir haben 20 Punkte verkackt. Und den auch. Und den auch. Ja, jetzt sehen wir auf jeden Fall, was passiert, wenn wir verkacken. Komm. Immerhin haben wir den getroffen. Aber das gibt keine 70 Punkte. Nie im Leben. Komm schon. Okay. Und zack. Ja, reicht nicht. Reicht nicht. Aber hier sind zwei Toads. An denen wir wahrscheinlich jetzt nicht vorbeikommen. Jo. Jetzt die Frage. Du hast 55 Punkte. Schade. Felsen voraus, abdrehen! Jetzt ist die Frage, wie reagiert das Spiel? Müssen wir jetzt die komplette Mini... Was ist das für ein Nebel? Hä? Oh. Wir werden von einem Blooper angegriffen.
Der kriegt einen großen, dicken Hammer ins Gesicht. Ja, schade. Kabusch! Okay, das hat wirklich Schaden gemacht. Ah, okay. Gut. Waren wir hier nicht schon? Das ist das schreckliche Geheimnis der Irrsee. Lasst euch nicht entmutigen. Wir sitzen zwar hoffnungslos in der Klemme und werden wahrscheinlich untergehen, aber ich brauche dringend einen Ratgeber motivierender Ansprachen. Vielleicht kannst du versuchen, dir zu merken, wann die Zielscheiben auftauchen, um sie besser zu treffen. Okay, das heißt, wir sind hier also nicht in einem Randomizer, sondern wir sind hier tatsächlich, ja, in einem festen Schema. Das heißt, wir sollten uns tatsächlich merken, wann was auftaucht. So. Okay, also rechts und dann kommen drei Stück links. Komm schon. Bam. Nein! Scheiße. Ah, oh, okay. Immerhin. Wir haben 15 Punkte verkackt. 30 dürfen wir verkacken. Zack. Okay. Bam. Das heißt, wir dürfen aber nicht den Blooper verkacken. Wann tauchte der nochmal auf? Jetzt? Ich mein schon. Ah, fuck. Nein, daneben. Kacke. Okay, bei dem Blooper muss man also tatsächlich auch schon schießen. Ach, Dreck. Bei dem Blooper muss man also tatsächlich auch schon schießen, wenn man ihn noch nicht gesehen hat. Und dann, wann die Leere kommt, dann kommt noch ein Schieb-Schieb. Ja, gut. Dann halt nochmal ein Dödöd. Dödöd. Wie viel haben wir? Weniger als eben, oder? 50, ja. Ah, wie ärgerlich. Ja, gut. Ich würde sagen, wir machen hier noch einen Versuch on camera. Und wenn der auch misslingt, dann zeige ich euch einen geglückten Versuch im Video. Jetzt haben wir schon zwei von den Bloopern. Ich würde sagen, wir nehmen einen doppelten normalen Hammer und einen doppelten Metallsprung. Die haben wir eh in uneingefärbt gekauft. Die sind nicht so teuer. Ja. Oh. Ach. Die halten ja gar nicht so viel aus. Ja, okay, dann. Ich dachte, die wären voll stark oder so. Ja, nee. Okay. Also, bitte noch einmal. Ich möchte bitte noch einmal hier lang schwimmen. Ja. Ja, vielleicht kannst du dir das merken. Es ist gar nicht so einfach. Es ist wirklich nicht so einfach, wie es aussieht. Komm, gib Gummi. Weil das Schiff ist zu schnell. Es ist wirklich zu schnell. Aber ich glaube, also ich bin guter Dinge. So. Bam. Ich bin guter Dinge, dass wir das diesmal schaffen können. So. Shit. Was mache ich denn hier? So. Aber ich finde, die drei hintereinander sind auch relativ schwierig zu treffen. Jetzt taucht ein Blooper auf. Ein Schieb-Schieb. Fuck. 15 Punkte verkackt. So. Jawohl. Gut. Jetzt dürfen wir nur nicht weiter verkacken. Bam. Hier taucht noch ein Schieb-Schieb auf irgendwo. Fuck. Schieß.
Nein! Ich glaube, das hat aber geklappt. Ich glaube, uns fehlen 25 Punkte oder so. Komm schon, bitte. Bitte? Ja! Gott sei Dank. Du hast 80 Punkte erzählt. Jawohl. Ah. Sehr schön. Das beruhigt einen. Und die Berge geben nach und lassen uns durch. Wir werden nicht in den tiefen Nebel gesaugt. Und müssen nicht gegen weitere Blooper kämpfen. Sehr schön. Wo kommen wir jetzt hin? Wieder Pilze. Noch mehr putzige Toadinselchen. Sieht aus wie da, wo wir angefangen haben, aber irgendwie anders. Okay, schauen wir mal, was uns Logbucheintrag Nummer 3 sagt. Habe den Pilz erzürnt und vor Schreck auch noch das Steuerrad verrissen. Okay, dann müssen wir wohl Pilze erzürnen. Vollkraft voraus. Okay. Und dann, wenn wir den Pilz erzürnt haben, müssen wir wohl sofort das Steuer verreißen. Also, gucken wir mal, wie wir einen Pilz erzürnen. Hoffentlich ist das relativ eindeutig. So, schießen wir mal. Okay, oh, der ist traurig. Der ist traurig. Oh, shit. Fuck. Hoffentlich war es nicht derjenige, der erzürnt werden will. Oh, auch traurig. Der ist gar nicht so einfach zu treffen hier unten. Oh, auch traurig. Komm schon. Erzürn doch. Erstarre vor Zorn. Du bist auch traurig. So, und du, was, wie sieht's mit dir aus? Traurig. Was kannst du denn so? Erstarre vor Zorn. Ja, rechts. Komm schon. Rechts. Rechts. Hartsteuerbord, komm schon. Hier durch. Mehr lenken, mehr lenken. Oh. Gott, war das knapp. Jawohl, sehr schön. Das haben wir geschafft. Okay, Münzen. Oh Gott, das sieht auch nach Timing aus. Ein weiteres unerforschtes Gebiet. Ist das eine Münze? Ich will sie haben. Okay. Wir gucken mal, was unser Logbucheintrag Nummer 4 sagt. Münzen haben uns den Weg gezeigt, aber erst mussten wir mindestens 25 von ihnen sammeln. Okay. Volle Kraft voraus. Los, Toads, das Abenteuer beginnt. Also, auf zum Münzen sammeln. Oh nee, jetzt ist das auch noch schräg. Dann ist das noch schwieriger vom Timing, glaube ich. So. Nein. Nee, das passt nicht. So vielleicht? Nein. Auch nicht. Ich versuche gerade das richtige Timing zu finden. Oh, das sieht gut aus. Ja. Wenn die erste vordere Münze an diesem... an dem Ding ankommt. Bäm, das war gut. An dem Segel. Bling. Gut, Timing haben wir raus. Da sind die ja auch immer relativ kulant. Mussten halt die ersten zwei Schüsse erstmal üben. Und jetzt passt das. So, die Karten, die hole ich mir nicht. Komm schon. Jawohl. Und noch ein Pau. Kaboom. Oh. Schade. Ich hoffe, das hat gereicht. Ja, wir haben 25 Münzen. Du hast 38 Münzen eingesammelt. Jetzt müssen wir halt gleich rechts abbiegen.
Ding, 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 ding. So. Rechts. Oh oh. Oh oh. Ich hoffe, das reicht. Ich hoffe, wir sind nicht viel zu spät abgebogen. Komm, das passt doch, oder? So viel weiter sind wir nicht gefahren. Ah ja, gut. Gott sei Dank. Nintendo ist nett zu uns. Und jetzt? Was für ein dicker Nebel. Wir müssen dem Holunder-Atoll ganz nah sein, oder? Es ist uns ganz nah. Ich kann nichts sehen. Eine falsche Bewegung könnte uns hier teuer zu gestehen kommen. Wo sollen wir hin? Okay, ja. Die letzte und nächste Bewegung werden wir allerdings im nächsten Part ausmachen. Denn, ja, hier sind wir... Für diesen Part sind wir am Ende angekommen. Denn ich muss mir auch mal wieder Nase putzen, Tee trinken und so weiter und so fort. Ihr kennt das Problem, wenn man krank ist. Gut, dann danke ich euch an dieser Stelle fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß dabei. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, wenn nicht einen Daumen runter. Und ich hoffe, dass wir uns im nächsten Part wiedersehen werden. Bis zum nächsten Mal, sage ich. Keep gaming und ciao.